Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Rechnen mit ganzen Zahlen. Ich möchte dir anhand dieser vier Produkte das Multiplizieren mit Vielfachen von 10, 100, 1000, also das Multiplizieren mit dekadischen Einheiten in Erinnerung rufen. Du hast vielleicht irgendwann mal die Regel gelernt, dass man beim Multiplizieren mit 10, mit 100, mit 1000 einfach nur Nuller anhängt. Bei ganzen Zahlen funktioniert diese Regel auch, bei Dezimalzahlen ist sie allerdings problematisch. Daher werde ich die Regel aus dem Bereich der Dezimalzahlen hier auf die ganzen Zahlen anwenden, indem wir das Komma verschieben, auch wenn wir es nicht direkt hinschreiben. Also, Nummer 1, wir rechnen 100 mal 42. Ich vertausche die beiden Faktoren, das darf ich bei der Multiplikation, also 42 mal 100. Rechne nur mit den führenden Ziffern, 42 mal 1, und ergänze dann die Multiplikation mit 100. Die Multiplikation mit 100 verschiebt uns das Komma an der Stelle 42 um zwei Stellen nach rechts und wir erhalten 4200. Optisch sieht es natürlich so aus, als ob wir einfach nur die beiden Nuller angehängt hätten. Beim Produkt von 5 mit 300 ist es ähnlich. Wir rechnen wiederum mit den führenden Ziffern, 3 mal 5 erhalten 15 und das Komma, das wir nun hinter dem 15er haben, wird durch die Multiplikation mit dem fehlenden 100er um zwei Stellen nach rechts verschoben und wir erhalten 1500. Wenn wir nun zwei dekadische Einheiten oder Vielfache davon miteinander multiplizieren, wie 400 mal 800, wird mit 8 mal 4, also 32, der erste Teil des Produkts gelöst, die führenden Ziffern, die sich von 0 unterscheiden. Und nun verschieben wir für 2 mal 100 jeweils um zwei Stellen das Komma nach rechts. Ergibt insgesamt 4 Stellen, die wir mit 0 auffüllen müssen und das Ergebnis 320.000. Und schließlich Beispiel Dora. 12.000 mal 8, rechnen wir mit 8 mal 12, hier lasse ich die Reihenfolge so, wie sie ist, weil sich von den Ziffern her einfacher ausgeht beim Multiplizieren, 8 mal 12 ist 96 und das mal 1000 ersetze ich durch Verschieben des Kommas um 3 Stellen und ich erhalte auf diese Art und Weise 96.000 als Produkt. Und mit diesen vier Ergebnissen ist das Beispiel auch schon gelöst.